Retro Gaming. It's come on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallelujah. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Zock mal wieder mit Tomaniac. Ja, es ist Amiga-Zeit. Wie ihr unschwer sehen könnt am Diskettensymbol, was da auf einer Disk wartet. Und die soll es auch gleich kriegen. Nämlich, ich habe das Original von Buggy Boy auf dem Amiga. Ich habe damals, ich weiß, dass ich die C64-Version ziemlich oft gezockt habe, aber die Amiga-Version, an die kann ich mich irgendwie so gar nicht erinnern. Und ich mache mal die Packung hier auf. So, die Hülle lasse ich mal so. Ja, die Hülle ist leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das war sie aber auch schon, als ich sie auf der Börse gekauft habe, das Game. Ja, guck mal, das ist einigermaßen da wieder reinkriegen. Ach komm, dann fummel das halt später zusammen. Das ist der typische Vorführeffekt. Einmal auseinander, nie wieder zusammen. Gewickelt in so eine Schaumstoffhülle hier. Und da, Original, Seite 1, Disk 1. Ja, es sollte ja wohl auch eigentlich nur eine Disk geben, hoffe ich. Ne? Die stecke ich jetzt mal da rein und dann hoffen wir mal, dass es läuft. Und dann haben wir da auch die Anleitung Buggy Boy von Elite. Ich packe das jetzt zum allerersten Mal ins Laufwerk. Was kommt denn hier alles entgegen? Was ist denn das? Hä? Buggy Boy Ladeanweisung. Also ich übersetze es hier gerade. Ladeanleitung. Diskette einlegen und Computer zurücksetzen. Ach, ich habe die Maus gar nicht dran gesteckt. Ich hoffe, ich brauche sie jetzt auch nicht. Okay. Joystick-Manöver. Hoch, Gas geben, ab, bremsen. Links, Linkskurve, rechts, Rechtskurve. Feuer, schalten. Aha. Pause. Die linke Maustaste drücken. Spielabbruch, die rechte Maustaste drücken. Ich habe die Maus jetzt nicht dran. Lading Instructions für Commodore C64 und 128. Aha, auch noch. Okay. Braucht's doch eigentlich gar nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Maustaste drücken muss, um weiterzukommen. Weil da muss ich das. Ach, es ist so nerven, ey. Okay, Ladeanweisung für Spektrum, Ladeanweisung für C64, Ladeanweisung für C64 Kassette. Interessant, dass. Ja. Natürlich geht's nicht per Feuertaste. Ich hoffe, das geht gut. Ich hab so ein bisschen Respekt, weil ich am Amiga 2000, als ich den Mausadapter reingesteckt habe, danach die Kiste mehr oder weniger kaputt hatte. Also eine Sicherung musste ich austauschen. Reagiert natürlich so nicht. Ach, es ist doch zum wahnsinnig werden. Okay, dann muss ich das mal wieder anhalten hier. Also manchmal gibt es so Tage, ne? Da denkst du auch, sag mal, geht's noch? Jedenfalls, die Maus ist jetzt dran und läuft auch. Okay. Ich hoffe, das Spiel lädt jetzt auch. Ja, eben. Neben diversen Anleitungen, wie man das am C64 oder am Schneider oder sonst so lädt, haben wir hier vorne auch noch was stehen. Und zwar... Buggy Boy, die echte Herausforderung für Rennfahrer. Mach dich gefasst auf die holprigste Fahrt deines Lebens. Auf 5 der schwierigsten Strecken, die je mit 4 Rädern bewältigt wurden. Das Rennen geht über ein Gelände mit riesigen Felsblöcken, Bäumen, Mauern und Zäunen, durch die wildesten Schluchten, über schmale Brücken und durch stockfinstere Tunnels. Du wirst deine ganzen Fahrkünste brauchen. Jetzt geht's, wenn die Maus drin steckt. Ich fühle mich verarscht. Um diesen Hindernissen auszuweichen oder sie mit einem gekonnten Anlauf zu überspringen. Wenn dein Buggy auf Baumstrünken und Felsbrocken auffährt, neigt er sich zur Seite und fährt auf 2 Rädern weiter.
sodass du dich auch durch die engsten Spalten zwängen kannst. Dabei darfst du nur nicht übersteuern, da der Wagen sonst außer Kontrolle gerät und wieder auf vier Rädern zu stehen kommt. Aber die waghalsige Strecke ist nicht deine einzige Sorge. Die Uhr tickt unbarmherzig. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Wenn du es nicht schaffst, die einzelnen Rennstrecken in der vorgesehenen Zeit zu absolvieren, wirst du disqualifiziert. Zusätzliche Zeit für die nächste Strecke kannst du dir ergattern, wenn du es wagst, durch die gefährlichsten Zeittore zu fahren. Weitere Punkte werden dir gutgeschrieben, wenn du Flaggen einsammelst und durch die Punktetore saust. Das Einsammeln der Flaggen in einer bestimmten Reihenfolge bringt dir einen noch höheren Bonus ein. Und dasselbe gilt, wenn du mit dem Fußball zusammenprallst. Falls die Sache brenzlig wird, drück den Fuß mal feste auf den Boden, Finger auf den Knopf, und mach dich gefasst auf Dinge, die da kommen sollen. Okay. Soweit so gut. Ja, das ist das da alles da drin. Gehe ich da auch mal darüber. Und jetzt haben wir ja gerade auch mal ein bisschen Streckengrafik gesehen. Jetzt wollen wir doch mal hier schauen. Kann ich jetzt mit dem Feuerknopf was machen? Select your course by moving the joystick and then press fire button. Ja, ich fange mal bei Track 1 an. Ah, eben, ich kenne das von C64 und da habe ich das echt gerne gespielt. Hebel nach vorne ist Gas geben. Feuerknopf drücken ist Gang wechseln. Ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft so ein bisschen ruckelig. So ein bisschen holprig. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, auf dem C64 lief das ein bisschen runder. Aber da kann ich mich auch irren. Ich meine, grafisch ist es ganz nett. Nice to have so. Gib mal hier ordentlich Stoff. Man sollte, glaube ich, auch immer gut Zeit einsammeln, damit man hier durchkommt, ne? Klatsch! So nicht. Was war, wenn man den Feuerbutton gedrückt hält? No, flieg am besten durchs Tor. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe alle Flaggen eingesammelt. Leg 2. Extended Time. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, auf dem C64 lief das ein bisschen runter von der Steuerung. Aber da kann ich mich auch irren. Ich habe irgendwie das Gefühl, boah, dass, vielleicht irre ich mich auch, dass grafisch sicher auch ein kleines bisschen mehr drin gewesen wäre am Amiga. Nichtsdestotrotz ist es sicher kein schlechtes Game. Also es ist spielbar. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben hier. Ja. Aber mir fehlt so ein bisschen das, ich weiß nicht, das Speed-Feeling oder dann die entsprechende Kontrollierbarkeit. Oh Gott, ja, jetzt ist aber auch gut, ne? Oh, nee. Ich sehe schon, ich bin wieder richtig klasse in dem Game. Das Tor wäre aber jetzt nicht so einfach zu holen gewesen. Ja, ich glaube, ich muss irgendwann nochmal die C64-Version zocken. Ist mir gerade die Zeit ausgegangen. Natürlich, da vorne habe ich das Ziel gesehen. Na toll. Ist jetzt Game Over. Kann ich meinen Namen da irgendwie eintippen? Es ist wieder dasselbe hier, dass man das nicht mit Tastatur eingeben kann. Ich habe doch eine Tastatur vor mir. Warum wird sowas nie... Jetzt habe ich mich ja sowieso verkackt. Jetzt habe ich hier sowieso falsch. Ach, leck mich doch. Ho!
Das muss ich jetzt toppen, dieses Ho. Also, auf dem Kurs schon mal voll verkackt. Komm, wir gucken uns mal die nächste Strecke an. Die sieht ja noch wüster aus. Zumindest muss man die anscheinend nicht erst freispielen, damit man sie zocken kann. Wir sind im hohen Norden unterwegs. Ich würde sagen, wir gucken uns mal hier alle Grafiksets an. Jetzt gebe ich aber mal alles hier. Jetzt will ich es aber wissen. Ja, geht tatsächlich auf zwei Reifen zu fahren. Ja, ich will genau die Mitte. Jawohl, das ist ja ganz typischer... Oh. Tomaniac, jetzt ist aber mal gut. Ey, glaubt ja wohl nicht, ey. Hör mal. Da habe ich mich ja richtig entschieden. Rechts, links, ach komm, geradeaus. Ja, das war jetzt aber mal taktisch klug. Habe ich das richtig gemerkt, dass ich im Sprung lenken kann? Oh, das ist aber nicht schlecht. Das hätten wir auch anders regeln können. Da war extra ein Baumstamm vor den Zäunen. Wahrscheinlich, damit man da irgendwie auch vorbeikommt, ne? Ich glaube, da gab es auch auf dem C64 irgendwo gemeine Abschnitte, die gibt es hier bestimmt auch, wo die Baumstämme so kurz vor der Kurve gelegen haben und man dann wirklich denkt so, juhu, fliegst du mal eben aus der Kurve raus ins Wasser. Oh, 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 oh. Ja, was haben wir denn da? Die Zeit ist aus, oh Gott. Und laut Karte bin ich eigentlich gar nicht so weit vom nächsten Punkt entfernt gewesen. Ja, also das muss ich nicht eintragen. Komm, weg. Neunter Platz. Super Erfolg, ne? Aber eben, wir wollen uns ja mal alle Kurse hier genauer angucken, ne? Habe ich mir so gedacht. Das habe ich mir wohl so gedacht. East. Es wird wahrscheinlich immer wüster und immer schlimmer und ich werde immer weniger weit kommen. Auf jeden Fall ist es praktisch schon im System geladen, habe ich das Gefühl, ne? Ladezeiten habe ich jetzt hier so keine mehr. So, Gang hochgeschaltet. Das ist Full Speed. Und das war voll schlecht. Ganz toll. Mein Buggy scheint Wasser zu lieben. Ja, ich kann tatsächlich im Sprung so ein bisschen lenken. Oh, dass das Timegate aber auch an einer unerreichbaren Stelle platziert wurde, finde ich auch wieder ganz klasse. Aber so kann man... habe ich es jetzt erwischt? So kann man auch eine Weile hier rumfahren, ne? Ach, guck mal, das ist hier eine Außenbahn, wo ich... das muss man auch erstmal raffen. Schön durchs Time-Tor. Dass man da schräg hochfahren konnte. Gut zu wissen, das hätte ich nämlich nicht gewusst. Hätte ich die Flaggen da oben drauf nicht gesehen, wäre ich da nicht drauf gekommen. Oh, auch Fisität da, so einen Felsen direkt hinterm Tor zu platzieren. Ich fasse es nicht. Der erste Abschnitt ist gepackt. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr weit kommen. Ja, man kann tatsächlich im Flug ein bisschen noch lenken. Ah, jetzt ist hier eng. Oh, 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 oh. Hoho. So macht man das. Ist nicht immer schlecht. Nur auf. Komm hier, nimm so eine Flagge mit noch. Schließlich geht es ja auch noch um jede Menge Punkte, ne? Wie viel Zeit habe ich denn noch? 33 Sekunden. Ja, ich hätte ja passen können. Wahrscheinlich darfst du dir wieder mal keinen Fehler erlauben. Der nächste Abschnitt ist nämlich noch gefühlt ewig weg. Nee, nicht erwischt, fuck. Dabei wäre das so wichtig gewesen, den zu erwischen. Was lag da denn? Uah! Weiß nicht, ist das rechts auch Wasser? Keine Ahnung. Ich schaff's tatsächlich noch zum nächsten Abschnitt.
Extend Time. Toll, was war das? 4 Sekunden oder was? Boah, solche Gemeinheiten. Wie willst du denn da? Ja, ganz toll platziert. Ihr Sackratten. Wie kann man denn nur? Solche Fiesität, ey. Ich fass es nicht. Nein! Boah, ich... Da muss ja eigentlich dann auf 2 Rädern irgendwie sich so dazwischen durchquetschen, aber... Es ist... Da war irgendwie keine Gelegenheit zu... Oh nein, jetzt wird es ja schon wieder eng. Ganz geil. Ich könnte mich möglicherweise langsam dran gewöhnen, wenn man es länger zockt, dass man so die Eigensinnigkeiten der Steuerung verinnerlicht. Das Timegate konnte ich irgendwie nicht kriegen. Oh, der Ball gab Points. Letztendlich geht es ja hier auch um Punkte ohne Ende. Es ist eine reine Highscore-Hatz hier. Ja, nochmal ein bisschen extra Zeit rausgekitzelt, aber nur 2 Sekunden. Da ist over das Game. Also sind wir mit dem Kurs auch durch, ne wahr? Boah, das Licht blendet mich hier. Wie kommt? Dreh mal ein bisschen hier zur Seite ab. So. Das könnte sich ja glatt gelohnt haben. Da könnte man ja mal seine Buchstaben reinklatschen. Geht das nicht schneller? So, 3. Platz in der Highscore bei diesem Kurs, ne? Wo es ja eigentlich normalerweise immer schwerer werden sollte, habe ich das jetzt einigermaßen im Griff gehabt. Kurs West. Sieht einfacher aus, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Also eins ist schon mal klar, das Game bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Ne? Ich meine, ich komme so selten auf Börsen an Commodore-Stuff, das glaubt man gar nicht. Meistens ist alles voll mit Nintendo. Oder PlayStation. Wobei ich muss momentan sagen, sammle ich lieber für PlayStation als Nintendo-Kram. Warum? Weil mir die Games mittlerweile einfach zu teuer sind. Mir gefällt diese ganze Politik, die Nintendo momentan fährt, auch nicht wirklich. Nee, momentan macht es mehr Spaß für die PS3, als, die ja mein letzter Konsolen-Neuzugang war. Zu sammeln oder generell PlayStation und natürlich hier Sega, Mega Drive, Master System, Dreamcast, da habe ich viel mehr Bock drauf. Aber vor allem möchte ich gerne Commodore-Stuff, C64 zum Beispiel, Kassetten, Floppy-Disks, Amiga, Disketten, CD-ROMs. Solltet ihr irgendwas davon überhaben, wo ihr sagt, ey, das wäre noch eine coole Sache für Tomaniacs-Formate, hier so Floppy Discovery oder CD-ROM-Treiber oder einfach so, weil der hier gerne Commodore-Videos macht, dem lasse ich mal was zukommen oder ich habe da was, was vielleicht interessant sein könnte, sei es als Channel-Spende oder für ein gutes Angebot, wo ich sage, ja komm, ich übernehme die Versandkosten oder was auch immer oder... Schlacht was vor, dann ja, schlacht was vor, ne? Schreibt mich an. Entweder in der Kommentarfunktion unter einem der Videos, wenn du sagst, so, ja, ich hätte da noch was für euer, für dein Format oder so, wäre noch cool. Gebe ich dir gerne. Ist bei dir ja in guten Händen, davon könnt ihr ausgehen. Ja, oder auf Facebook könnt ihr mich da auch anschreiben. Oh, Scheiße. Na, am Ende wird das Videochen doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ist ja nicht schlecht, ist ja gar nicht schlecht. Ich bin ja einfach neugierig ja auch selber, was wir hier... Oh mein Gott, also diese Straßenlaternen sind aber schon mal mega nervig. Das kann ich doch überhaupt nicht packen. Nee. Da kommt schon wieder eine enge Geschichte. Toll, jetzt fahre ich hier auf 2 Reifen. Und was ist? Kein Hindernis auf dem Wasserabschnitt.
fährst du normal drüber, dann hast du da 50... Oh, durchgelogen habe ich mich da. Ja, voll, ja. Das ist nicht der erste Racer, wo mir sowas passiert, wo ich praktisch im Ausrollen noch durch das Tor gekommen bin und habe dann nochmal extra Time gekriegt. Das ist mir jetzt schon bei so manchem Racer passiert. Nur so richtig gerettet hat es mich am Ende dann meistens doch nicht. Aber stell fest, mit der Zeit kann man hier einigermaßen, man gewöhnt sich dran. Ja, daran werde ich mich nie gewöhnen. Und dann ist es an so tückischen Stellen auch noch teilweise mit den Felsen und den Toren, dass man da... Nee. Time. So, nochmal ein paar Punkte machen, bevor die Zeit hier abhaut. Schwein gehabt, da bin ich noch gut durchgekommen. Noch 7 Sekunden bis zum nächsten Abschnitt. Das wird wahrscheinlich nichts. Das kann nicht wahr sein! Es hätte ja nochmal klappen können, aber nein. Diesmal nicht. 4. Platz. Gib dich irgendwie zu erkennen. Es reicht, wenn ich nur Tees reinmache. So. Titel, Thesen, Temperamente. So. Ja, wir haben ja noch Kurs, ne? Einer ist noch... What? Ey, wie sieht denn das auf der Karte schon aus? Das kannst du doch nicht schaffen. Also, boah, ey. Leute, was erwartet ihr? Was verlangt ihr da von mir? Ne? Zumindest haben wir da mal alle Streckengrafiken gesehen, ne? Ja, also es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ne? Es ist spielbar. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, woran es liegt, habe ich das Gefühl, dass mir die C64-Version irgendwie besser gefällt. Vielleicht wisst ihr, woran das liegen könnte. Ich weiß nicht, ist der Grafikstil zu clean oder wie soll ich das beschreiben? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, mir kommt das Speed-Feeling. Vielleicht ist es auch das. Ist es beim C64 besser? Ich habe es echt nicht mehr in Erinnerung. Vielleicht sollte ich wirklich nochmal irgendwann die C64-Version rauskramen. Irgendwo habe ich die bestimmt. Uah! Ich dachte schon, ich springe jetzt erstmal schön satt in den Felsen. Das wäre wieder typisch. Der Tunnel ist schon nicht der breiteste, ne? Aber so könnte ich vielleicht hier irgendwo... Na, das war ein netter Versuch. Oh, ich dachte, ich lande gleich schön auf dem Felsen. Wieso ist er denn da nicht drüber gesprungen? Na, wenigstens habe ich noch Time abgekriegt. Damit gerechnet, dass im entscheidenden Moment wieder irgendwas genau auf der Strecke, auf der Wasserstrecke liegt. Wow, da war Time. Was geht hier ab? Das ist ja voll die breite Straße hier. Ja, cool. Auf jeden Fall habt ihr da mal alle Strecken gesehen in der Amiga-Version. So sehen die dann aus. Uah, so sieht das aus, wenn man baden geht, wieder mal. Durchs Tor geeiert. Eigentlich müsste man meinen, dass die Zeit ausreicht, um in die nächste Etappe zu kommen. Wenn ich aber sehe, wo die da laut Karte erst ist, dann könnte das doch enger werden. Vor allem, wenn man dann das Zeitfenster zwar erwischt hat, aber Zeit verliert, weil man dann anschließend gegen den Felsen dotzt. Versuch mal da oben halt lang zu fahren.
Versuch mal irgendwie nicht hängen zu bleiben. Was war das? Das hat mich irgendwie gebremst, glaube ich. Balla! Ball gibt Points, habe ich so gelesen. Bounce. 32 Sekunden left. Ich bin explodiert. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das kostet wertvolle Sekunden. Wir haben doch keine Zeit, Mann. Was ist das für ein Grafik-Failure? Okay. Ich würde sagen, jetzt wird's eng. Wenn ich dann nicht gleich irgendwie noch so ein Timegate erwische. Okay, 10, 9, das war knapp. Da bin ich durch. Da muss man sich ja richtig konzentrieren. Oh, scheiß enge Geschichte hier. Da hatte ich jetzt aber auch mehr Glück. Anscheinend gibt es ja immer einen schönen Bonus, wenn man die blinkenden Flaggen da einsammelt. Ha? Wie soll man da bitte durchkommen? Ball verpasst. 26 Sekunden und es wird wieder eng. Boah! Diesmal hatte ich aber doch ein bisschen Glück noch. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich muss da wieder so einreifig, also zweibeinig durcheiern. Wieder den Ball verpasst. Time verpasst. Scheißdreck. Keine Chance. Ich werde das hier nicht mal zu sehen kriegen. Nein. Da sind wir durch, ne? Ha. Ja, es ist ein schönes Spiel so an sich. Die Arcade-Variante spielt sich natürlich richtig geil, ne? Das kommt ja aus der Arcade-Halle, das Spiel. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass die C64-Umsetzung die bessere ist. Aber ihr dürft gerne mir schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid. So. Und ja, gefallen hat es mir auf jeden Fall. Ich bin schon mal froh, dass das ganze Ding läuft hier auf meiner Kiste, dass die Diskette in Ordnung ist, dass es OVP ist sozusagen, auch wenn die Hülle schon in Mitleidenschaft gezogen war. Aber egal, ich hab's. Und ja, wenn euch das Game gefallen hat und das Video natürlich, dann würde ich mich freuen über ein Like oder über ein Abo sogar, wenn ihr Bock haben solltet. Auf noch mehr von dem ganzen Stuff. Ne? Hier gibt es so viel zu sehen. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Tomaniac. Da ist die Fernbedienung.